Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Minecraft and Friends. Ich bin natürlich, wie gewohnt, nicht alleine. Ich habe noch an meiner Seite den Knolle. Hallo. Und er baut hier ein Kürbishaus. Und da hinten, ich muss mal meinen Zoom benutzen. Guck mal, da hinten hat sich jemand versteckt am Teich. Das ist der liebe Assreiter. Hallo. Hallo. Da oben auf der Terrasse, ne? Genau. Ein Wohnwagen. Und dir werde ich auch zur Seite stehen jetzt in dieser Folge. In der Folge habe ich jetzt, in der vorherigen Folge habe ich Knolle geholfen. Und jetzt husche ich rüber zu dir. Aha. Ja, dann wollen wir mal rufen. Bevor du hier ankommst, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ich denke, ich habe ein Bett bei. Kannst du noch ein Bett? Hast du ein Bett da irgendwo noch? Ja, bestimmt irgendwo unten. Ich bringe auf alle Fälle eins mit. Soll ich sonst dann, noch ja, einen Tisch und zwei Stühle hätte ich gerne noch. Haben wir sowas? Tisch und zwei Stühle, ja, lässt sich alles organisieren. Da bin ich doch davon überzeugt. Dann bitte noch einen Kuchen und einen Kaffee. Kuchen ist auch unten tatsächlich, weil ich Kuchen gemacht habe. Habt ihr vielleicht gesehen, okay, in der Haus, Durchrundung, überall standen Kuchen drin. Ich verteile ja immer regelmäßig Kuchen. Und einen Ofen brauche ich noch und eine Werkzeugbank. Okay, alles klar. Und eine Kiste fehlt mir noch. Nee, einen Ofen habe ich gerade gesehen, habe ich ja dabei. Den brauche ich nicht. Okay, also ich husch mal runter. Ich habe dir das Holz und so jetzt alles oben in die Kiste getan, Knolle. Oh ja, ich sehe es. Dass du das hast. Dass eine Kiste ist. Okay. Also, eine Kiste brauchst du, ja? Eine Kiste brauche ich eine. Okay, Kiste sollst du haben. Dann Ofen nicht, sagtest du. Genau. Bett brauchtest du noch, ne? Guck mal, ein Bett, ja. Basteln wir doch schnell eins. So. Da. Ach. Ich glaube, die Oberfläche ist jetzt. Ah, eine Tür fehlt auch noch. Was für eine Tür hättest du denn gern? Was Schickes. Eher was Helles oder eher was Dunkles? Was Helles, denke ich. Helles. Ach, jetzt baue ich hier die Innenwände, die könnte ich ja auch in Holz machen, fällt mir gerade so ein. Das ist ja nicht so geschickt, was ich hier gerade mache. Genau, die könnte ich eigentlich anders bauen. Also ich habe jetzt eine Truhe, ein Bett oder und eine Tür. Was brauchtest du noch? Ein Bett, eine Truhe, zwei Stühle und einen Tisch. Ach, zwei Stühle und einen Tisch. Eine Werkbank. Genau, auf Stühle habe ich. Eine Werkbank sollst du kriegen. So, ich hoffe, das wird was. Wie viele Türen habe ich gesagt? Also ich habe jetzt zwei einstecken. Okay, ist auch prima. Nee, das müsste, obwohl, eine dritte? Ach, weiß ich nicht. Lass erst mal. Okay. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie es hier wird. Eine Werkbank. Zack, zack, zack. Ich bin auch nicht mit der Höhe noch am Überlegen, weil... Woraus möchtest du denn gerne einen Tisch machen? Warte mal, Platte, braun, ne? Ja, ich glaube, eine braune Geschichte wäre schön. Eine braune Geschichte, okay. Ja. Kann eine dunkelbraune Sache sein. Warte, dann gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwo so eine Holzdruckplatten habe oder so. So, soll man nicht meinen, aber ich habe doch tatsächlich die weiße Wolle komplett verbraucht. Ja, siehste, brauchst du noch welche? Ah, nee, ich wollte ja was mit Holz machen, dann habe ich es, glaube ich, nachher kriege ich es dann noch hin, die Wände, wenn ich die Wände austausche, dann kriege ich das, glaube ich, auch hin, ein bisschen Holz bräuchten wir. Kann auch ein helleres Holz sein, wenn du das noch mitbringst, ein bisschen. Ja, mache ich. Ich Birke mit. Ich habe jetzt mal Fichte und Birke einstecken. Ja. Okay, dann husche ich jetzt zu dir rüber. Das ist super. Auf der einen Seite mit dem Baum ist es jetzt nicht perfekt, aber... Sieht auf alle Fälle sehr, sehr cool aus, dieser riesen Vorsprung, ey, der Knaller. So, jetzt brauche ich... So, das kann da hin. Ich habe Fackeln, gut. Ich habe Fackeln. Das ist ja... Doch, man erkennt, dass das ein Wohnwagen wird schon, auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch nicht, wie das oben rum wird, das ist noch ein bisschen das Problem. Ja, ich hab, vorhin bin ich noch reingesprungen. Ich habe keinen Eingang, der musste jetzt einen Klotz hier vor der Tür erst machen. Ich bin eben noch reingegangen, wo das noch ging. Ach so. Ja, na gut. Ich habe mich selbst eingebaut, sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken. Na, ich glaube... Pass auf, jetzt mache ich erstmal hier... Neben dem Ofen auf der linken Seite, da könntest du eine Kiste... Nee, da soll die Werkbank hin, wenn die Kiste sollte. Hinten links in der Ecke, da wo die Tür ist, daneben.
Da sollte die Kiste wenn hin. Hier soll die Hier, wo ich jetzt stehe, da soll die Kiste, hier soll die Kiste hin, genau. Okay, genau, dann kann ich da jetzt nämlich das Zeug reinschmeißen. Genau, das habe ich so gedacht. Den müssten wir einmal drehen, aber ist egal, das kriegen wir nachher irgendwann noch hin. Ja. Schmeiß erstmal rein. Habe ich da erstmal Zeug rein. Gut, wunderbar. Ach ja, siehst du, das ist doch. Und jetzt möchtest du hier innen mit Holz auskleiden. Da kommen noch ein paar Trennungswände rein, sozusagen von innen. Mhm. Die Außenwände werden schon weiß bleiben müssen dann. Sonst wird es zu dick werden, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich, ja. So. Ein Bettchen. Genau. Jetzt muss ich gerade gucken, da kommt das zweite Bett hin. Willst du das mit Glas machen? Da oben muss noch, da muss ich noch überlegen, so ein Panoramadach soll da schon rein, ja. Das ist. Gell, finde ich auch. Pass auf, da hole ich dir Glasblöcke aber, oder? Ja. Weil Fenster gehen ja nicht. Dann hole ich mal Glasblöcke. Oben, möchtest du die, was für welche möchtest du? Möchtest du da, weiß nicht, blaues so, Glas, oder hellblaues Glas vielleicht für oben hellblau. Oder sowas, hellblau, wenn ne. Ja, aber hellblau war, glaube ich, gar nicht mehr da irgendwie, aber sonst nimm blaues. Ich kann hellblau sonst ja. Machen. Ja, kein. Also da muss ich mir echt mal was noch überlegen, das als Aufruf so an meine Zuschauerschaft. Jetzt habe ich ja hier ein Riesen, was Knolle da gebaut hat, dieser Riesenvorsprung und da unten drunter könnte man eigentlich irgendwie sowas wie ein Bild hinmachen aus Wolle. Weißt, also, dass man, wenn man hochguckt, entweder, da, weißt, dass das aussieht wie ein Himmel oder man könnte da eine Birne hinmalen oder schreibt mal unten rein in die Kommis, dann setzt sich das um. Ha. Stop. Kann sie noch eine Tür mehr mitbringen, sehe ich gerade. Aber selbstverständlich. Obwohl, du hast auch Birkenholz ich da. Glaube, naja, habe ich ja auch, genau. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist es fertig. Ausgeleuchtet mit Zaun drumherum. Ich glaube, das ist gut so. Jetzt kann ich anfangen, einen riesigen Kürbis zu bauen. Ich habe keine blaue Farbe. Was ist denn hier los? Meine Farbkiste war immer voll. Tja, ich weiß nicht. Direkt angefasst. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mal mehr, wie die blaue Farbe ging. Oh nein. Aus Lapislazuli, glaube ich. Warte mal. Ach, denn sowas? Ich bin beraubt worden. Ja. Yep. Ich weiß nicht. Aber ich habe gar keine Axt, fällt mir gerade so auf. Hellblau soll das ja eh werden, ne? Okay. Ah, komm da nochmal raus. So. So, jetzt habe ich wieder hellblaue Farbe, Mensch. Okay. Glasscheiben hatte ich doch auch schon mit, oder? Ach, die sind auf Slot 1. Da muss ein Fenster rein. Glasblöcke. Da muss ich welche brennen. Sanftlicher Woham hoffentlich? Ja. Okay, dann mal ab mit dem Sand in den Ofen hinein. So, hier passt schon. Da bin ich schon zufrieden mit. Da oben muss ein Glasblock rein. Da muss noch was Weißes hin. Ich glaube, ich habe sogar symmetrisch geschafft. Deine Plattform oder dein Kürbis? Der Kürbis. Also die Plattform ist symmetrisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Sah so aus, auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Das hat so ausgeschaut. Ach so, wolltest du eine weiße Treppe noch? Soll ich Quarz machen? Ach so, jetzt habe ich eine braune hingesetzt. Obwohl, das sieht irgendwie doof aus, aber vielleicht wäre es mit Weiß besser. Ich doch hier mal gleich eine Treppe. So. Okay. Ja, das passt nicht. So, eine Treppe und dann die Tür da dran dazu setzen, das wird nicht funktionieren, ne? Oder wie war das? Ah, nee, du musst da, glaube ich, eine Fläche muss, glaube ich, sein, sonst geht das irgendwie nicht. Ich glaube, du kannst das ne. Oder die Tür von innen, geht das? Ach, das musst du gucken. Wahrscheinlich geht das dann auch nicht. Also. Tür. Jetzt wo bist du? Alles durcheinander. So, jetzt komme ich erstmal rübergehuscht.
Wohnwagenbau? Aber ich glaube, wenn ich diesen Stein wegnehme, dann ist die Tür auch weg. Naja, genau so ist es. Geht nicht. Das geht nicht. Ach Mensch, du Kuh, was machst du denn da? Hier, komm her, wir hatten Steak. Gut. Dann muss es so bleiben. So, jetzt habe ich hier... Ach naja, das geht doch aber so. Ja, ich denke schon. Er muss erweitert werden, sonst sieht das doof aus. Genau, darüber noch eine, wunderbar. Ich denke, so geht's. Ja, so passt's ja. So, die Ecken rund, das ist etwas schwierig. Ich glaube, das geht gar ja, nicht. Ja klar, das geht, glaube ich, nicht gescheit. Ja, so, hinten sieht man zwar oben zwar, dass es rund wäre, aber so wirklich innen drinne ist es dann so ein bisschen doof. Hier müsste jetzt noch zwei Stühle hin und einen Tisch. Das ist die Toilette bestimmt. Das ist die Toilette, genau. Ja. Hier hinten ist das Schlafzimmer. Das ist cool. Achso, guck mal. Und jetzt müssen wir, ja genau, da ist das Glas schon. Obwohl ich jetzt am Überlegen bin, ich glaube, ich nehme diesen hier noch weg. Und den auch, dann machen wir ein ganz großes Fenster rein. Und da muss hier müssen okay. ja noch zwei hin, nee, drei müssen also dann noch. Also ich habe jetzt sieben schon mal reingetan, ist aber noch weiter im so. Arbeit sozusagen. Okay. Ich habe jetzt hier drei AKs. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel brauche. Nee, neun müssen es ja wenigstens sein. Nee, passt schon dann. Ach, nee, einer sitzt. Nee, trotzdem reicht's dann nicht. Ich hol noch welches. Ja. Hol noch geschwind welches. So. Ja, einer. Zwei fehlen. Und eine Wolle brauche ich, glaube noch. Oder war da draußen noch? Nee, warte, ich glaube draußen war noch eine, ne? Die kann ich da drunter ja jetzt wegmachen. So, ja, da kannst du. Ja, stimmt. Da braucht ja keine rein theoretisch sein. Sonst hätte ich auch noch welche mitgebracht. Ist ein bisschen hoch, aber... Naja, aber anders ging das jetzt irgendwie nicht von der Höhe her. Doch, ich brauche jetzt noch... Orangenclay. Ja, ich hoffe, es ist genug da. Hier geht's runter. Dödem, dödem. Ich mache jetzt hier noch blaue Fenster. Hm. Okay. Ach nee, den gab's bei dir im Zimmer, ne? Genau, die sind hier. Hm, ja. So. Hier runter. Genau, und da ist der Lehm. So. Oh ja, zwei ganze Stacks. Ja, ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssten wir noch welche. Und noch acht Stück. Gehen. Die acht Stück, die werden wahrscheinlich jetzt die letzten sein, die gereicht. Aber nee, ich brauchte, glaube ich, noch ein bisschen was. So. Ach Mensch, das ist doch, aber das sieht doch, das sieht man schon, dass das ein Wohnwagen ist, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gucken, ob man das von oben auch erkennen kann, wenn man das sieht. Ich schätze mal, umso weiter du weg bist, umso besser kannst du es wahrscheinlich erkennen. So, ein Glas fehlte noch. Das wunderbar. Könnte aber auch ein Space Shuttle sein. Okay. Oh. Und ach, hier vorne, bei mir ist noch ein Glas, hast du auch noch. Wunderbar. Schlafzimmer ist jetzt definitiv fertig. Ja, das ist doch. Da müsste noch eine Tür hin, wa? Dass der Schlafbereich abgetrennt ist. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, Schiebetüren gibt es in Minecraft noch nicht. Schade, ne? Nicht, ne? Aber da kann man auch eine richtige Tür nehmen. Noch mal, ja. So, und hier fehlt uns jetzt noch der Tisch. Da muss ich einen Zaunpfahl machen, oder wie war das? Ja, genau. Also ich nehme das normalerweise, ja. Zaun. Am einfachsten. Ach, da ist ja meine Werkbank. Ach, das haben die ja geändert, ne? War nicht mehr so wie früher. Genau, ne? Andersrum. Genau. Warte mal. Ich glaube, dann nehmen wir mal so viele von. Guck mal, ob man da schon. Man sieht schon kürbistechnisch was hier. Also man sieht noch nicht, dass es ein Kürbis wird, aber es sieht schon sehr gut aus. Nee, das war es jetzt genau. Ja, das. Wird jetzt sozusagen. Es wird nur ein halber Kürbis. Ein halber. Die andere Hälfte hast du aufgegessen, oder? Nee, die ist unten drunter, die muss man sich dann denken. Ach so, ah, okay, ja, ich verstehe. Okay. So. Einen davon und dann. Ja,
haben wir das oben jetzt eben halt immer kleiner. So, jetzt habe ich schon den Tisch. Ja. Jetzt noch zwei Stühle. Wie gehen Stühle denn? Na, Treppen. Oder sowas, Treppen, ne, genau. Nehmen, ja. Warte mal, da. Jetzt soll ich hier gleich noch runter. Aber das sieht doof aus, oder? Echt? Das sieht halt obwohl, nee, nee, ist, nee, ist gut, ne? Ja, genau. Also du könntest jetzt höchstens noch die so Tischplatte ändern, ne, oder? So eine Lehne ransetzen. Als, ja. Ja, lass das doch mal so. Hast du noch eine zufällig für die? Ja, genau. Natürlich. So, jetzt fehlt mir nur noch hier eine Tür, denke ich. Ach, hier, die Kiste. Warte, wo habe ich denn die Kiste? Da ist die Kiste im Inventar. Die wollte ich hier noch mittig reinmachen. So, da muss ja dann auch noch ein Bild irgendwie. Da muss ja dein Avatar noch ran an den Wohnwagen. Ja. Gleich am Eingangsbereich. So. Ja, das und muss ja hier irgendwo das, ne, dass man dann noch gleich wo du weißt, wo du bist. Ein Trichter brauche ich noch. Trichter? Ja, der kommt hier in diesen kleinen Raum. Entschuldigung, jetzt habe ich voll den Hustenanfall gekriegt. Der war auch nicht mehr zu bremsen. Also ich glaube, ich habe Trichter noch im Lagerhaus. Echt, das wäre super cool. Und jetzt brauche ich noch irgendwie sowas wie Stützen, aber ich habe graue Stein, Wolle, die wollte ich dafür vielleicht nehmen. Das könnte sein, so. Guck ich mal noch. Hey. Okay, jetzt muss ich mal schauen, weil ich weiß das nicht ganz genau, aber ich schau mal. Notfalls muss man welche bauen. Ja. Hier immer nicht durch, wo was hier in welcher Truhe ist. Das ist so. Ach, hier könnte man ja noch. Ja. Ach, da oben fehlt mir noch was, sehe ich gerade. Da muss noch Weiß hin. Muss ich einen Trichter bauen? Ist keiner da. Okay, also Trichter muss ich mitbringen und. Eine Tür. Bild. Genau. Eine Tür aus. Hier so eine Eiche, ne? Ja, so die du schon mitgebracht hattest. Ja, genau, dann bringe ich davon noch Tür mit. Und so, jetzt brauche ich Orangenlehm. Ist und aufgebraucht, das ist keiner mehr da. Ja. Dann müssen wir ins Lehmbiom, welchen sammeln gehen. Wo ist denn das Lehmbiom? Zum Reisebüro muss ich da? Im Reisebüro, genau, da kannst du. Wir haben günstige Flugreisen anzubieten, Reisebüro. Erstmal schon mal zu Gast und muss er auch noch selbst bezahlen. Ja, na, unglaublich, ne? Kannst du zwei. Damakash, kannst du zwei rote Klötze und zwei gelbe Klötze noch mitbringen? Wolle? Oder orange irgendwie, ja, in der Farbe oder sowas? Nee, orange brauch ich. Orange brauchst du. Warte, ich bring was mit rot und orange. Also ich hab rot und orange. Rot und orange wolltest du. Ja. Lehmbio. Reichen dir zwei rote? Es reichen mir zwei rote und zwei orange. Okay, alles klar. Dann habe ich das. Dann habe ich eine Tür. Dann packe ich das Holz mal noch weg. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie baut man denn noch einen Trichter? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Oh nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube ein V, ne? V mit einem Eisen machen und in der Mitte eine Truhe. Okay. Aber hier kann man keinen Orangenlehm abbauen, oder? Doch. Doch, da oben. Jetzt bin ich schnell, bevor noch jemand anders den abbaut. Wer bin ich denn so? Aus. Ist das hier Orange? Oh, das ist Orange. Ah, warte mal, ich muss mal eben hier. Mein Mann ist hier der Trichterbeauftragte, der zeigt mir mal eben, wie es geht. Ach, die austauschen hier, so. Ah, ich danke dir. Okay. Ich hab, das ist mein erster Trichter überhaupt, weißt du? Ja, mein guck. Mann baut die Dinger fürs Lagerhaus im Normalfall, weißt du, der weiß solche Rezepte aus dem Kopf. Ist doch, nett, dass du den nicht einfach aus dem Lagerhaus gestibitzt hast. Und das wäre ja auch gemein Kleine. Gewesen, oder? Also das macht man nicht. Ah, jetzt kommt hier gerade Wasser runter und ich hab's nicht hingekriegt, das zu stoppen. Da, zack, zack. Nee, das geht leider wieder nicht. Wasser.
Was geht nicht? Alles, was ich mit schräg versuche, das geht nicht wegen den Fenstern. Dann müsste ich den Wohnwagen eine Etage höher machen und ich glaube, dann sehe ich ja zu klobig aus. Sehr cool, okay. Also, pass auf, ich pack dir das Zeug jetzt mal hier in die Truhe rein. Richter und die Wolle und die Türen. Und, achso, ich habe... Pass mal auf. Gucken hier. Achso, da wolltest du jetzt deine Toilette reinmachen, ne? Was genau. Passt schon. Oh, jetzt hast du mir 43 Orange mitgebracht. Ja, ich habe halt das, was noch da war, mitgenommen. Das kann ich ja wieder zurückschmeißen. Ja, okay. Wurscht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Der kommt dahin. Als Waschbecken sieht's jetzt so aus, ne? Ach so, ja, das stimmt. Guck mal, mit Wasserhahn hättest du so sogar. Ja, guck mal, das sieht doch richtig cool aus. Ja, da kommt die Frau durch, ne? Designermäßig. ach so, hier war noch die Tür. Wo mache ich die? Ich glaube, die mache ich von der anderen Seite. Ich glaube, von hier mache ich die besser. Ja, genau. Dann ist der Raum größer hier. Ja, genau, dann nimmt das nicht so viel Raum mit, ne? Ja, das stimmt. Gut. Hier gefällt es mir jetzt schon ganz gut. Die Kiste, das passt. Da haben wir das WC. Da ist der Eingang. So, jetzt kommt hier hinten noch das Rot und das Orange hin. Und was macht die Lehmbiomfront? Ich habe schon ganz ein Stack gesammelt jetzt. So, und in der Mitte brauchen wir noch ein Schild. Schilder hatten wir doch auch, oder? Ja, habe ich. Hattest du mit noch eins vielleicht? Das müsste in der Mitte dazwischen. Einfach da. jetzt gleich Herr Trick. Zwischen den beiden roten muss das Kennzeichen zwischen. Ach so, ja, natürlich. Siehst du den Blinker und das Rücklicht? Ah, jetzt cool. Kommt's. Ja, perfekt. Jetzt. So, und jetzt muss ich da oben noch, habe ich noch weiße oder habe ich, ja, ich habe noch weiße Wolle. Da oben muss noch eine runde weiße Rolle hin, aber da komme ich gar nicht hoch, fällt mir gerade so auf. Das heißt, also wir sind auf alle Fälle am Ende dieser Folge. Wir sind nämlich bei 22 Minuten tatsächlich. Und ich würde sagen, wir bauen einfach im nächsten Part weiter. Genau, machen wir das, denke ich auch. Okay, alles klar. Okay. Ja, dann danke ich jetzt sehr. Jo, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann.